Nein, Eisenschaufel, das hat er jetzt nicht getan. Das ist ja... Ja, und ich würde... Ach, komm her, wir gehen hier hinten einfach mal raus. Ich würde sagen, wir gehen hier mal schwimmen und ich hoffe, ihr hört überhaupt was. Eine Menge Schafe. Ihr wisst, was passiert. Komm her! Oha! Okay, und da haben wir die Gletscherspalte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Ja, komm her! Und da haben wir auch... Holla! Ja, holla, das ist ja herzallerliebst. Was haben wir denn hier? Das ist übrigens der Andreas Elsholz Gedächtnisstrand hier. Ich finde das schon wieder spannend. Ich will da hin. Eigentlich wollte ich Sand schaufeln. Jetzt will ich wissen, was da ist. Was ist da? Warum ist das so? Ich meine, man kann das gut verkleiden und dann hat man da bestimmt eine tolle Landschaft. Ich glaube, da hinten wäre schlauer gewesen. Ich will das jetzt mal wissen. Das ist, zur Not mache ich die Viecher aus. Das müssen wir, Alter, das sieht auch cool aus mit diesem Tal da drin, ne? Oh, Kohle! Kohle! Ja, also, wow. Also, das ist, ich, bin beeindruckt. Wir haben hier jetzt sehr, sehr abgeschnittene Welten. Aber ich würde sagen, ein Sandproblem, was wir gerade noch hatten. Man müsste das hier so ein bisschen schicker machen, aber das könnten wir ja machen. Das ist ja... Das ist ja jetzt nicht irgendwie... du weißt schon, ne? Aha. Krass, krass. Alter, hier könnte man auch voll coole Sachen machen. Und hier mal ganzen, das ist ja, wir brauchen gar nicht den Andreas Elsholz Strand da vorne zu verschandeln. Wir könnten uns hier austoben. Das ist ja ein Traum hier. Das ist ja eine fliegende Insel. Das ist ja ein wahrer Traum. Alter, und wie cool das aussieht. Also wenn man das wegmacht, du hast hier den, na gut, man müsste das wahrscheinlich stützen. Der Sand wird fallen. Oh. Da spawnen Viecher. Also prinzipiell sehr bergig jetzt hier. Aber okay. Ja, komm. Wir sind jetzt nicht zum... ne, ihr wisst schon. Wir wollten hier arbeiten. Arbeit! Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dann würde ich sagen, tragen wir das mal ab. Ja, was für ein Zufall hier. Das ist ja holla, die Waldfee durch den Patch sozusagen. Ist der Biomgenerator verändert worden? Oh. Und dadurch passieren solche krassen Dinge. Also das sieht auch cool aus mit dem Durchgang. Wenn man das schön gestaltet, warum nicht? Ah, ein bisschen Stein haben wir hier. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist auch nicht so toll, dass ich hier den wertvollen Sand quasi davonkommen lasse. Wir müssen mal gucken. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Es wird dunkel. Wie gesagt, ich würde wirklich die Viecher einfach mal ausmachen, ausnahmsweise, weil wir hier sowas Cooles gefunden haben, das unbeschreiblich ist. Und ich glaube, das würde ich jetzt sogar gleich machen, bevor es zu dunkel wird. Und dann können wir uns hier durcharbeiten. Alter, Sand, ja, Probleme AD. Gut, läuft.
Wir sollten mal gucken, dass wir hier mal hochkommen, Überblick schaffen. Ja, also das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist unglaublich. Ja, also ich würde sagen, wann immer wir Sand brauchen, kommen wir hierher, oder? Ups. Ah, gut, wegen Einsand. Nein, es ist Einsand, den brauche ich. Voll gierig. Ja, krass. Krass. Also richtig, really krass. Krass. Richtig krass, Alter. Hier wird nichts verschwendet, ist das klar? Ich komme da nicht hin. Ja, das müssen wir halt hier alles mal wegmachen. Zur Not mit den Fingern. Ah, wir haben sogar noch einen dabei. Das ist gut. Stein kann auch nicht schaden. Wir mogeln uns hier mal durch, würde ich sagen. Ja, den einen Stein, das passt schon. Wow. Also das ist cool, dass das so generiert hat. Wie gesagt, wir machen das bewusst ein bisschen anders als meinen lieben Kronk, der ja hier das, den Startschuss gegeben hat. Ich hätte natürlich gucken können, wie weit ist er in welche Folge gegangen und wo ist was geladen und... Ja, aber das wollte ich ja nicht. Ne? Wir wollten ja einen eigenen Spielstand, ganz klar. Okay. Achso, das sind die Steine, die fallen. Ich wollte schon sagen, was ist denn das? So, und dann können wir nämlich jetzt hier, zack, zack. Und jetzt geht's los. Ja, ein Traum wird wahr. Das ist ja unglaublich. So, und dann sammeln wir hier. Und dann brauchen wir den Andreas Elsholz Gedächtnisstrand nämlich angraben. Und das, was da runterfällt, sammeln wir gleich. Das ist doch klar. Eine Ehrensache. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das macht uns natürlich ein bisschen flexibel, was Sand angeht. Gerade für den Fall, dass ihr euch eine Monsterfalle wünscht, ist es natürlich bedingt komfortabel, so viel Sand zu haben. So. Wahnsinn, ne? So, ich würde aber auch sagen, wartet. Ja, das ist ein wahrer Traum, was hier passiert gerade. So. Gut, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Komm, wir sammeln mal alles ein. Eisen! Ja, können wir uns später holen. Kohle! Können wir uns später holen. Wir gehen mal hier zurück. Ich glaube, auf dem Land sind wir dann doch, auch wenn es ein bisschen weiterer Weg ist, schneller als im Wasser. Ja, so richtig cool hier. Haben wir richtig Glück. Richtig. Und guck mal, Schafe, das ist schon echt unverschämt, das Glück. Das kannst du keiner zählen. Und wie gesagt, das kann man sich natürlich schön terraformen hier. Guck mal, Kieser Sutherland haben wir hier auch. Ja. Na komm. Ja, sehr cool. Also finde ich sehr cool. Krass auf jeden Fall. Da ist unsere Hütte. Ja, also wir gehen aber trotzdem außen rum, weil ich glaube, außen ist ein bisschen besser. Es wird auf jeden Fall Nacht. Die Frage ist, ist das jetzt hier ein Meer oder hat sich dadurch jetzt alles verändert?
Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Da hinten sind auch Berge. Ich weiß es nicht. Da hinten ist noch mehr Sand. Ich mach mal die Viecher aus, ne? Wir hatten ja gesagt, das war das hier so ausnahmsweise so machen. Und der Spielstand muss natürlich auch gespeichert werden. Oh, wir sind auch auf easy gewesen. Aber das macht auch nichts. Wir wollen ja hier bauen im Vordergrund haben. Bin mir nicht so sicher. Wir gucken mal. Ich glaube, es wird so ein paar krasse Abschnitte geben einfach. Ja, kommen wird hier nichts mehr. Oh.